Moin Moin und herzlich willkommen in der Stressless Food Küche. Heute bereiten wir uns einen Thunfischsalat gesund und lecker und in 15 Minuten zubereitet. Dazu benötigen wir einen Apfel, eine Zwiebel, eine Paprika, eine gute Handvoll Walnüsse, eine Dose Thunfisch im eigenen Saft, dann Himalaya-Salz, Pfeffer, Apfelessig und Olivenöl. Und los geht's! Den Apfel schön sauber waschen und dann in Zentimeter große Stücke würfeln. Die Zwiebeln in kleine Würfel, dann die Paprika wieder in Zentimeter große Würfel. Eine Handvoll Nüsse dazugeben, vorher ein bisschen zerbröseln, damit die Nüsse sich auch gut im Salat verteilen. Den Thunfisch Saft abgießen und dann auf einen Teller mit der Gabel etwas matschen, damit auch der sich gut verteilt. Dazu eine gute Prise Himalaya-Salz, dann eine Prise Pfeffer und 3 bis 4 Esslöffel Apfelessig. Das Ganze in eine Schüssel und dann erstmal ordentlich durchrühren. Dazu dann nochmal 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl. Auch das Ganze dann nochmal umrühren und ich runde das Ganze dann noch mit einer kleinen Prise Chili-Pfeffer ab. Ich mag es gerne ein bisschen scharf, aber jeder so, wie er mag. Ich wünsche euch einen guten Appetit und dann bis zum nächsten Mal in der Stressless Food Küche.